Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 23. Juni. Heute dabei Pokémon Go, Apple Music und Amazon. Ja, ihr seht's, der Sommer ist angekommen, wir sind in Anführungsstrichen eventuell im Sommerloch. Ich habe gerade mal drei Themen heute am Start. So schaut's aus. Aber ja, fangen wir an mit Pokémon Go. Die hatte ich ja schon diese Woche jeden Tag dabei. Und jetzt ist ein Newsletter rausgejagt worden von, ich wollte sagen von Pokémon, aber von Niantic. Oder um konkret zu sein, es ist ein Newsletter für den Pokémon Trainer Club. Also, die Informationen, die dort drin stehen, sind durchaus valide. Und wir haben nun erfahren, dass die Arenen zum 1., nicht zum 1. Juni, sondern zum Anfang Juli, wieder aktiviert werden. Also, wenn es gut läuft, in einer Woche schon. Und die Raids, das neue System, wie man mit Arenen halt auch hier battlen kann, umgehen kann, das wird nacheinander danach ausgerollt. Und das auch regional und wöchentlich. Das heißt, ja, selbst wenn die Arenen wieder scharf sind, ändert sich erstmal nur bedingt etwas und da müssen wir ein bisschen abwarten. Aber stehen ja auch die großen Events an im Juli, von daher Mitte Juli, denke ich, ist das mal alles gegessen. Was noch nicht gegessen ist, sind die Verhandlungen zwischen Apple und der Musikindustrie. Konkret zwischen Apple Music und der Musikindustrie. Denn Apple Music ist im Juni 2015 gestartet, also 2 Jahre her. Und da sind jetzt die Verträge ausgelaufen. Es muss neu verhandelt werden. Und Apple möchte natürlich die Preise senken. Und es schaut auch gar nicht mal so schlecht aus, denn bislang hat Apple 58% der Umsätze an die Music-Labels weitergegeben. Davor hatte Spotify nur 55% weitergegeben und konnten dieses sogar auf 52% sogar senken. Und dementsprechend hat Apple das natürlich auch vor. Gleichzeitig möchte aber natürlich die Musikindustrie, dass Apple weiterhin iTunes pusht, also Musikkäufe im Gegensatz zu Music Streaming. Denn neben Japan ist gerade auch Deutschland ein Markt, wo echt noch viel Musik gekauft wird und entsprechend auch über iTunes. Von daher, es bleibt spannend. Die beiden Parteien, Apple und die Musikindustrie, sind am Verhandeln und wir werden euch informieren, wenn es da Neues gibt. Und damit sind wir auch schon beim letzten Thema. Bei Neuigkeiten zu Amazon bzw. zu Amazon Prime. Amazon Prime wird ja immer weiter ausgebaut. Es gibt immer wieder was Neues dazu, egal ob man es will oder nicht. Und jetzt steht Prime Reading an. Prime Reading, ja, könnt ihr euch denken, da geht es um E-Books. Und die stellt Amazon nun den Prime-Kunden kostenlos zur Verfügung. Klingt erstmal gut, wenn man in Detail guckt. Dann sind es noch nicht mal 500 Titel und ganz viele Eigenveröffentlichungen aus der Self-Publishing-Reihe von Amazon. Andererseits ist zum Beispiel auch ein Comic dabei aus der Walking Dead-Serie. Aber ganz einfach gesagt, einem geschenkten Gaul schauen wir nicht ins Maul, ne? Also schauen wir mal, was sich da noch entwickelt. Eventuell wird das ja auch ausgebaut und Amazon Prime wird dadurch immer weiter von Amazon aus aufgewertet. Also wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, guckt mal rein. Eventuell habt ihr da was Interessantes zum Lesen. Und das war's für mich auch schon für heute und auch für diese Woche. Nächste Woche steht der Martin an, wenn ich es halt korrekt habe. Der wird euch durch die Woche mit News führen. Und ich wünsche euch einfach einen tollen Freitag, ein schönes Wochenende und ja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, hinterlasst uns Kommentare, schickt uns Feedback via Twitter, bewertet uns bei iTunes, wir freuen uns drüber. Und ansonsten hören wir uns wieder, dadurch, dass ich natürlich mit Jan getauscht habe, in 2 Wochen. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.